die Overalls und daraus dann einen schönen machen kann. Da oben werden immer mehr Gegner gepuncht. Hier ist keiner, nein. Alles schön hier. Kann es weitergehen. Dachte mir doch, da lebt ja noch einer. Ach, wie schön, dass ich diesen Cowboy-Repetierer habe. Dauert zwar lang zum Nachladen, aber der ist sehr gut. Hier ist ein Bett mit lauter Pilzen. Eine Haarklammer. Was haben wir hier? Natürlich. Diese geballte Power. Nichts. Kommode. Halt, da war noch eine Stange Zigaretten. Und wir können ganz schön viel mitnehmen. Ja, hier. Ende. Ja, komm, lass mich durch. Dann hat dieser Bereich also gebracht, dass ich diese Karte habe und jetzt endlich, wirklich endlich, dorthin kann. Weil ich diesen Schlüssel habe. Also länger untersuchen bringt doch oft was. Auch wenn es nicht so spannend ist. Klinik. Ein Terminal. Oh, das sind viele Fälle. Fall 162. Patient Peters, Harrison T. Beschwerden. Dr. Peters leidet an einem schweren Fall von Lungenentzündung, die durch die Ausbreitung eines Mikroorganismus in seiner Lunge hervorgerufen wurde. Ich habe die übliche Behandlung vorgenommen und ihn zweimal täglich zur... ihn angewiesen, seine Arbeit einstellen und zweimal täglich zur Beobachtung vorbeizukommen. Fall 162 Update. Okay. Fällt mal nach Reihenfolge. Ergänzung. Die Behandlung von Dr. Peters schlägt nicht an. Genauer gesagt stößt sein Körper die Behandlung aktiv ab. Seine Beschwerden haben sich verschlimmert. Ich stehe kurz davor, eine Operation zu diagnostischen Zwecken anzuordnen. Und nochmal ein Update. Ergänzung. Dr. Peters ist tot. Seine Vitalfunktion setzt 10 Minuten vor Durchführen der Operation aus. Ich entschied mich zur sofortigen Durchführung seiner... einer Autopsie und stellte fest, dass seine Lunge von einer Pilzinfektion durchsetzt war. Durchsetzt waren. Seltsamerweise wächst der Pilz immer noch, obwohl sein Wirt bereits tot ist. Ich werde mich an einen der Mykologen der 5. Ebene wenden, damit dieser den Pilz identifiziert. Gibt's da noch ein Update? Ah ja. Ergänzung. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, was gerade passiert ist. Ich sperre das Büro zum Dienstschluss ab, als sich plötzlich die Leiche von Dr. Peters aufrichtet und mich angreift. Ich konnte aus dem Büro fliehen und ihn, darin einsperren, bis Sicherheitsleute zu Hilfe kamen. Aber was zum Teufel spielt sich da ab, wenn nun alle Krankheitsfälle in letzter Zeit identisch sind? Fall 164 Gruppe. Mitchell Pam, Cordetel, Mitchell, Horton, Samuels, ja, das sind alles Namen, die man jetzt nicht wissen muss unbedingt. Ergänzung. Diese Gruppe erschien während des heutigen Tages mit denselben Symptomen. Sie sind den Beschwerden von Dr. Peters bei seinem ersten Besuch vor einer Woche außergewöhnlich ähnlich. Ich hoffe, dass wir es hier nicht mit einer Seuche zu tun haben. Dann noch das Update gibt's hier nicht. Es gibt nur noch Fall 173, Gruppe. Eine weitere Gruppe mit Schüttelfrost, Fieber und furchtbarem Husten. Also hier auch wieder ganz viele Namen. Ich werde empfehlen, dass sie unter Quarantäne gestellt werden. Okay. Also hier geht schon mal alles kaputt. Aber einen Erste-Hilfe-Kasten haben wir mit einem Stimpack, aufbereitetes Wasser und eine leere Spritze. Aktenschrank. Ja, Schachtelzigaretten.
Wo? Oh, ah, was bist du? Ah, nichts. Nein, hier auch nichts. Leere Spritze. Da. Schreibtisch. War sicher auch was drin. Stange, Zigaretten. Leere Nuka-Cola-Flasche. Brauche ich aber nicht. Ja, dann hätten wir schon mal einen Raum. Da waren wir auch. Komm, schnell. Hier muss man schon zusammenhalten. Ja, ja. Ach. Da geht's auch noch mal weiter. Was habe ich denn hier? Auch ein Terminal. Ganz schön viele. Ticket 1. Seltsame Geräusche. Problem. Geräusch aus der Lüftung. Maßnahme. Inspektionsteam ausgeschickt. Ergebnis. Problemursache nicht gefunden. Ticket 2. Gasleck. Problem. Bericht über ein mögliches Gasleck. Mehrere Personen beschweren sich über Hustenanfälle und andere Atemprobleme. Maßnahme. Komplettdiagnose des Luftumlaufsystems. Ergebnis. Es wurden geringere Diskrepanzen in der Masse der durch die Walls gepumpten Luft ermittelt. Allerdings wurde keine schädlichen Gase festgestellt. Weiterhin wurde ein seltsamer Rückstand an den Luftfiltern entdeckt, der zur Untersuchung weitergeleitet wurde. Sicherheitshalber haben wir den Filter ausgetauscht. Ja, besser so, glaube ich. Werkzeugschrank. Flammenstoff 196. Ganz schön viel. Werkzeugschrank. Kreuzschlüssel. Ah, brauche ich nicht. Oh. Die Elektrizitätsversorgung. Laserpistole. Energiezellen für die Laserpistole. Ach. Cool, dass ich nicht sterben kann. Dann tut das so komisch hier rum. Okay. Was? Flammenwerfer. Ja, genial. Wert. 932. Oh, Flammenbrennstoff. Nochmal 12. Leer. Werkzeugschrank. Mikrofusionszelle 74. Ah, dann habe ich doch wieder genügend eigentlich für meine... Moment. Ah, genau. Ach, ist schon nachgeladen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, Flammenwerfer. Wir haben doch da was dafür. Flammenwerfer erweiterte Tanks. Plus 60 an Kapazität. Ist doch ziemlich gut. Sollten uns Gegner in die Quere kommen, glaube ich, können wir die ziemlich gut weghauen. Schaden 10 und 80. Oh. Das ist nett. So viel die Feueranimation. So nicht. Nett. Nett. Die werde ich mal behalten. Den. Sind wir halt arsch langsam mit im Moment. Aber wenn da noch ein paar Viecher sind, die kriegen ordentlich was. Wo die dann verbrutzeln. Na, ich denke, noch mehr wird hier nicht sein. Ach, da ging es hin. Nach unten. Jo, hier hatten wir alles. Dann Elevator und... Moment, den Schlüssel. Den Schlüssel? Habe ich den schon verwendet? Ich glaube nicht. Was will ich auf den Klos? Ich weiß nicht. Schlüssel. Oh. Oh, Verzweiflung. Ach, ich weiß, was wir jetzt machen werden. Wir werden uns jetzt erstmal hier hinsetzen, wobei unser Tank in der Wand steckt. Trinken hier was. Und sind schon dicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal eine kurze Pause und nachher sehen wir uns wieder. Bis dann.